So, liebe Zuschauer, Zuhörer oder ganz einfach die, die ihr meinen Kanal kennt, es ist mal heute ein besonderer Tag und zwar schaut mal bitte hier, ich bin kurz vor 1 Million Aufrufe. Das könnte also morgen am 10.11. schon eine Million geworden sein. Deswegen mache ich das heute schon mal und mittlerweile auch über 6.000 Abonnenten. Da freue ich mich sehr drüber und das in knapp 3 Jahren. Ich habe im Januar 2014 angefangen und dann entwickelte sich das für Mathematiker exponentiell. Das heißt, hat sich immer weiter verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Ich finde es schön, freue mich auch und ich sage auch vielen Dank, also für die vielen lobenden Worte. Also, ich sehe es ja zum Beispiel auf dem Kanal immer wieder. Heute vor einer Stunde vielen Dank, sehr hilfreich oder einfach vielen Dank, Dank, ich bin gerettet, morgen Klassenarbeit, richtig gut erklärt und gut strukturiert oder einfach nur ein Danke, darüber freue ich mich oder ich schreibe Donnerstag eine Arbeit darüber und habe es verstanden, danke. Das ist das, was mir immer wieder Mut macht, was mich bewegt, auch noch weitere Videos zu machen. Aber ich glaube, ihr habt euch schon gewundert, dass das nicht mehr so kontinuierlich ist, denn das sind ja eigentlich Unterrichtsmitschnitte. Ja, ich habe viele Befürworter, das weiß ich auch. Nicht bloß jetzt wegen dieser vielen kleinen Danke-Kommentare, sondern ich habe es ja auch schriftlich. Da haben sich Eltern schon dafür eingesetzt, dass ich solchen Unterricht weitermache. Auch das Schulamt hatte sich anfangs dafür eingesetzt. Das war ganz gut. Ich sage aber anfangs, denn mittlerweile habe ich immer mehr Feinde und leider sind die unter den Kollegen zu finden. Also, naja, die finden das schon recht bemerkenswert, dass ein Lehrer sich sowas traut, einfach zu machen und ich will mich wohl in den Vordergrund drücken oder weiß der Kuckuck. Ich habe das damals dafür gemacht, dass meine Schüler das nachmittags nacharbeiten können, beziehungsweise wenn jemand krank ist, dass er den Unterricht sozusagen auch nochmal zu Hause verfolgen kann. Das war nicht, zwar live mitgeschnitten, aber ist natürlich ein echtes Video, ne? Also nicht immer live direkt aus dem Klassenraum, aber live mitgeschnitten, ungeschönt. Ja, und mittlerweile hat sich das dann so weit entwickelt, dass dann manche Direktoren mir das auch verboten haben. Die wurden von den Kollegen aufgehetzt mit fadenscheinigen Begründungen und sonst was, Datenschutz oder solche Sprüche und so weiter und so fort. Und mittlerweile auch das Schulamt. Also ich habe viele Feinde bekommen. Aber viel Feind, viel eher, sagt man. Ich lasse mich dadurch nicht entmutigen. Ich möchte aber euch bloß sagen, Leute, da ich ja nun mittlerweile schon sehr viel, also aus allen Bereichen der Mathematik bis hin zum Bachelorstudium Mathematik, Vorlesungen auch gemacht habe, ihr braucht ja bloß eins zu machen. Leute, nutzt die Suchfunktion. Ich muss ja auch nicht doppelte Videos machen. Hier im Kanal suchen. Hier diese Lupe, die wird gerne übersehen. Deswegen habe ich auf dieser Seite xx-yy.de nochmal auf die Suchfunktion hingewiesen. Hier, wenn man hier draufklickt, dann kann man zum Beispiel das Wort Gleichungen eingeben. Ich mache das jetzt mal einfach so und Enter und dann kommt alles, was über Gleichungen bei mir schon gelaufen ist, also hintereinander weg, die verschiedensten Varianten, Grundprinzipien, schwierigere oder. Aber nicht bloß Gleichungen, ihr könnt auch Chemie eingeben oder, ja, ihr wisst es ja selber. Notfalls geht ihr auf Playlists oder sucht einfach in den Videos oder was auch immer. Ach so, was ich nicht versäumen möchte und zwar, Moment, ich hoffe, dass das gleich zu sehen ist. Ja, ich möchte auch sehr Professor Lovischach, Jörn Lovischach, Leute, geht auf diesen Kanal, unbedingt. Ihr verpasst sonst was. Danken, weil er hat mir nämlich gezeigt, wie das funktioniert, wie man das mitschneidet, mit welch einfachen Mitteln solche Unterrichtsmitschnitte zu machen sind. So, das war's. Ich denke mal, ich liefere bald wieder irgendwelche Videos. Es geht wieder weiter. Und wenn es Neuigkeiten gibt, ja, wer mich abonniert hat, der weiß das. Und sag euch allen alles Gute und lernt schön. Dafür machen wir es ja, ne? Wir wollen ja schlauer werden. Tschüss.